Am 9. November begrüßte Egger Holzwerkstoffe in der Hansestadt Wismar Kulturministerin Bettina Martin und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Grenzen überwinden nahmen die Minister an einem Rundgang durch die Werkstatt der Auszubildenden teil. Neben der Politik nahm auch die IHK zu Lübeck und Schwerin teil. Geleitet wurde der Rundgang von Ralf Lorbeer, Geschäftsführer von Egger Wismar. Wir sind stolz, unsere Ausbildung mal wieder über die Grenzen hinaus bekannt zu machen. Wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir geleistet und investiert haben und wir wissen, dass wir eine tolle Mannschaft hier haben. Und uns ist wichtig, dass Egger auch als Arbeitgebermarke populärer wird über die Jahre. Wir sind schon viele Jahre hier und auch über die Landesgrenze hinaus. Wir sind auch zum Beispiel auf Messen in Lübeck und wir wissen, dass auch das Interesse von jungen Lübeckern für uns da ist. Während des Rundgangs erhielten die Minister einen Einblick in die alltägliche Arbeit der Auszubildenden und deren individuellen Projekte. Die IHK zu Schwerin hat die Firma Egger viele Male als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Na, wir sind deswegen mit an Bord in dieser Veranstaltungsreihe, die es ja jetzt schon viele, viele Jahre gibt, weil wir mit der Firma Egger eben ein Unternehmen auch in unserem Kammerbezirk haben, was wirklich exzellente Ausbildungsbedingungen hat und das schon viele Jahre. Viele Auszubildende hier zu ihren Abschlüssen gekommen sind und das ist für uns wichtig im Kammerbezirk. Im Anschluss an die Veranstaltung richteten Eggers Azubis das Wort an Daniel Günther und Bettina Martin. Sie wünschten sich einen geregelten Abbau der Überstunden sowie ein länderübergreifendes Azubi-Ticket für den Nahverkehr. Im Fokus der Veranstaltung stand die Stärkung der Gemeinschaft zwischen den Auszubildenden der Hansestädte Lübeck und Wismar. Thematisiert wurde auch der Mauerfall am 9. November 1989. Wir müssen uns zusammentun und wir haben wirklich eine gute Nachbarschaft. Und es geht im Moment darum, dass wir mit Auszubildenden sprechen, die sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Mecklenburg-Vorpommern lernen, wir hier eine starke gemeinschaftliche, auch Wirtschaftsregion sind. Gemeinschaftsstark in der Region Lübeck, Schwerin, Wismar. Nach dem Besuch bei Egger machten sich die Minister auf den Weg nach Lübeck, um dort mit den Auszubildenden der Reinigungsfirma Bockholt in den Austausch zu treten.